Menschen neigen dazu, die Vergangenheit linear in die Zukunft vorzuschreiben und oft wird das ja auch belohnt, weil die Zukunft der Vergangenheit eben ähnelt aufgrund angelegter Strukturen. Aber manchmal gibt es Game Changer, manchmal beginnt ein völlig neues Spiel und dann ist dieses Festhalten an diesem Denken, dass die Vergangenheit sich linear in die Zukunft fortsetzen wird, sehr, sehr schädlich und durchaus auch gefährlich. Und genau das gilt nach meiner Auffassung derzeit für die Märkte. Wer glaubt, wir sind noch im Jahr 2021 oder im Jahr 2019, der bekommt wahrscheinlich ein Problem, denn wir haben jetzt die Situation, dass alles, was durch Liquidität der Notenbanken nach oben gespült wurde, was viel Hoffnung, aber wenig derzeitige Praxis hatte, was derzeit wenig Geld verdient, aber ganz viel Hoffnung in der Zukunft hat, also Werte wie eine Uber, wie sie alle heißen, also diese Zukunftsversprechungen, die ganz, ganz toll und groß werden und dann möglicherweise doch nicht so groß werden, weil ihnen inzwischen das Geld ausgeht, denn jetzt will man wieder Bewertungen sehen, jetzt will man wieder etwas kaufen, was Substanz hat, jetzt will man wieder etwas in der Hand behalten, man will etwas anfassen können, dieses Abstrakte, das wird jetzt etwas weniger attraktiv, wenn Geld plötzlich wieder etwas kostet. Und so haben wir ein neues Spiel und wir haben neue Geldströme und es macht durchaus Sinn, sich diese Geldströme anzuschauen, beziehungsweise die Botschaft der Märkte auch ernst zu nehmen, was da eigentlich passiert. Wir haben ein ganz gefährliches Virus und das heißt Omikron und nicht Omikron und genau das ist dieses Virus, was jetzt die Märkte befallen hat. Einer hat es schon im Dezember gesagt, Bill Dudley, ehemaliger Chef der New York Fed, der gesagt hat, die Märkte haben noch nicht so wirklich auf der Agenda, dass es uns nicht nur um Tapering geht, sondern dass wir hier eine Straffung der Geldpolitik angehen müssen. Das haben die Märkte nicht so richtig eingepreist und er hatte recht. Die Reaktion letzte Woche auf das FOMC-Protokoll hat Bände gesprochen, wie die meinen es doch ernst, die wollen die Bilanzsumme reduzieren und die Zinsen mehrfach anheben. So haben wir nicht gewettet, gell? Also da war dann plötzlich ein bisschen Panik, dann gab es wieder immer diese Befreiungsrallies. Ach, ist doch alles so wie 2020, wie 2021. Also wir können auch doch die Geschichte aus der Vergangenheit linear in die Zukunft fortschreiben, aber dann kommt plötzlich wieder diese Erkenntnisgewinn, nee, geht nicht, jetzt ist ein neues Spiel. Schauen wir uns dieses neue Spiel schlichtweg mal an. Dann sehen wir zunächst mal, gibt es einige wie Kylie Bass, der in den USA sehr bekannt ist, der gesagt hat, also es gibt eigentlich wenig Chancen, dass der Aktienmarkt in diesem Jahr steigt. Er wird wahrscheinlich sogar aggressiv fallen. Warum? Weil die Notenbank eben so stark auf die Bremse tritt. Jetzt sagt er aber auch, ich glaube, sie werden dann ihre Politik wieder ändern müssen, wenn sie sehen, was dann passiert ist mit den Märkten. Also der Fed-Put, der ist schon noch da, aber eben deutlich tiefer. Noch ist sozusagen der Schaden lange nicht groß genug, als dass die Notenbanken da zurückstecken würden. Zero Hedge hat hier vielleicht richtig gesagt, der erste Fehler war, dass man die Inflation so lange ignoriert hat und der zweite Fehler ist zu glauben, man könnte mit fortgesetzten Zinsanhebungen irgendwie ohne einen Marktcrash oder ohne zumindest ziemliche Turbulenzen an den Märkten davon kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und diese geldpolitische Wende, die ist ja nicht nur in den USA. Wir sehen jetzt erste Anzeichen dafür, dass selbst die Japaner die Zinsen anheben könnten, das hat man ja für unglaublich gehalten, aber die Inflation auch in Japan ist ziemlich hoch. Wir sehen, dass heute Nacht zum Beispiel die koreanische Notenbank die Zinsen angehoben hat. Wir sehen, dass hier also praktisch ein monetärer Klimawandel am Start ist, der sich dann in Sachen Fed gestern nochmal durch Evans und Waller bestätigt hat, zwei Fed-Mitglieder. Weil die Inflation, so Evans, eben deutlich und länger höher ist, als wir dachten, müssen wir jetzt eben auch schneller agieren. Waller dann 3 bis 4 Zinsanhebungen sind okay, aber es könnten eben auch 5 sein, wenn die Inflation so hoch bleibt. Also wir sehen, das ist durchaus ernst gemeint und die Märkte müssen sich dem eben anpassen, was durch Liquidität nach oben gespült wurde, wird dann eben durch die Ebbe vielleicht wieder nach unten gedrückt. Das wäre eben ein Muster. Schauen wir uns mal gestern das an, was passiert ist. Wir haben ja die Botschaft der Märkte. Dow 0,5% im Minus, S&P 1,4% im Minus, Nasdaq 2,5% im Minus. Defensive Sektoren vorne, Utilities, Consumer Staples, Real Estate,
Und hinten Consumer Discretionary, da ist eine Tesla dabei zum Beispiel. Und Technology, also Technologie mit 2,59%. Jetzt interessanterweise sind gestern fast so viele Aktien gestiegen wie gefallen, obwohl doch die Indizes doch relativ deutlich im Minus waren. Weniger der Dow, aber vor allem der Nasdaq. Wir sehen also, dass von den 500 Aktien im S&P 500 immerhin 222 gestiegen sind, nur 283 sind gefallen. Aber jetzt gucken wir mal auf das auch das Volume der Advancing Stocks und Declining Stocks relativ ähnlich, aber jetzt gucken wir uns mal das Kapital an, was da sich bewegt hat. Nämlich bei den Advancing deutlich weniger, nicht mal ein Achtel dessen, was bei den fallenden Aktien bewegt wurde. Und welche Aktien sind gefallen? Es sind die großen Tech-Aktien, wie zum Beispiel eine Microsoft. Gestern 4,2% runtergekommen, größter Tagesverlust seit 14 Monaten, aber auch eine Tesla vor allem, eine Google und weniger eine Apple. Also wir sehen, da ist etwas passiert. Normalerweise sterben im Krieg ja zuerst die Soldaten. Und diesen Tod haben wir gesehen. So viele Aktien etwa aus dem Nasdaq, die massiv schon unter Druck gekommen waren. Aber die Generäle, die Dickfische, die Apples, die Microsofts, die bleiben in einem solchen Krieg lange unverletzt. Möglicherweise sehen wir jetzt, dass bei dieser Schlacht auch die Generäle angeschossen werden. Und dann wird es gefährlich für die Indizien. Denn die Generäle waren es, die Dickfische, die eben die Märkte oben gehalten haben, aber jetzt möglicherweise ein bisschen gefährdet sind. Gucken wir uns mal die Geldströme an, gucken wir uns mal an, was gestiegen ist, was gefallen ist. Seit Jahresbeginn sehen wir Energie massiv gestiegen, Finanzwerte gestiegen, dann noch Industrie, alles andere im Minus, vor allem Information Technology und Real Estate. Real Estate, weil in Zeiten, wo Geld wieder etwas kostet, Kredite teurer werden. Was dann dazu führt, dass eben die Leistbarkeit von Immobilien weniger gut ist. Deswegen sind amerikanische Homebuilder, also Aktien aus diesem Bereich, vielleicht jetzt nicht die beste Idee im Jahr 2022. Vielleicht auch nicht die beste Idee Nasdaq. Wir sehen der Nasdaq jetzt mit dem größten Drawdown, dem größten Rücksetzer seit Mai 2021. Vor allem unprofitable Tech-Unternehmen sind es. Und da ist natürlich meine zweitbeste Freundin zu nennen, Cathie Wood mit ihrem ARK. Gestern ging es wieder über 5% nach unten, der ARK Innovation jetzt unter der Marke von 80. Und wenn wir uns jetzt mal die Relation anschauen, also das mal in einen größeren Kontext einordnen, dann sehen wir, dass eine solche Bewegung weg von Tech in andere Bereiche nur gesund ist, normal ist, denn das, was vorher passiert ist, das war schon extrem unnormal, das war in jeder Hinsicht eben extrem. Hier sehen wir etwa der S&P 500 Tech-Sektor, der ja knapp 28% Gewichtung im S&P 500 hat. Wenn der jetzt zu seinem langfristigen Durchschnitt zurückkehren würde, dann würde dieser Index 61% fallen, also praktisch dieser Sektor 61% fallen. Und wir sehen, dass jetzt etwa Aktien aus dem Softwarebereich schon im Bärenmarkt sind. Die sind nämlich seit ihrem Hoch jetzt 20% gefallen. Vor allem unprofitable Software eben oder Unternehmen aus diesem Sektor sehr, sehr gefährlich. High Multiple Growth Stocks. Die sind jetzt also praktisch gefährdet, hoch bewertete, ganz stark auf Zukunft ausgerichtete Firmen, die angeblich eine ganz tolle Zukunft haben, die aber in der Gegenwart noch nicht so richtig der Fall ist. Die sind unter Druck. Wir sehen, dass Value jetzt zu Growth im S&P 500 in der oberen Grafik doch deutlich zulegen konnte. Und wir sehen unten den Nasdaq 100 in diesem Chart von Sven Henrik. Der zeigte, dass der Nasdaq 100 aus seinem langjährigen Aufwärtstrendkanal rausgefallen ist, gestern nochmal versucht hat, da reinzukommen, genau an dieser Aufwärtstrendlinie, der unteren Aufwärtstrendlinie abgeprallt ist nach unten und dann unter relativ großem Volumen dann der Rücksetzer gestern, das gestrige Volumen, gerade in diesem Bereich, deutlich höher als das Volumen, als wir leicht vorgestern angestiegen sind. Auch das ist eine Botschaft und der Nasdaq jetzt so lange eben nicht mehr an seinem 200-Tages-Durchschnitt wie nur einmal in der Geschichte zuvor. Wir sind aber jetzt
so nah am 200-Tages-Durchschnitt beim Nasdaq wie seit 2020 nicht mehr. Aber es ist eine wahnsinnig lange Strecke, dass dieser Index nicht seinen 200-Tages-Durchschnitt getestet hat. Und normalerweise passiert das eben, dass Märkte dann irgendwie zu gleitenden Durchschnitten wieder zurückkehren. Der Hund kehrt irgendwann zum Herrchen zurück, auch wenn das Herrchen den Stock weit nach vorne schmeißt. Das ist eigentlich etwas, was durchaus normal ist. Und wenn wir das nochmal in diesen Kontext gucken und sehen, dass der Nasdaq von 2009 55% gewonnen hat, 2019 39, 2020 49, letztes Jahr 27, jetzt sind wir ein paar Prozente im Minus. Und wenn wir das jetzt mal in Relation setzen, wenn der Index 20% fallen würde, dann wären wir auf dem Stand von 2021. Wenn der Index 30% fällt, dann wären wir auf dem Stand von 2020. Und wenn der Index 40-60% fällt, wären wir auf dem Stand von 2019. Und wenn er 70% fällt, wären wir auf dem Stand von 2017. Also ist die Frage, wo greift die Fed ein, wenn wir auf dem Stand von 2018 sind, 2017 sind, wenn die Indizes mal richtig unter Druck kommen, etwa der Tech-Sektor? Gute Frage, aber jedenfalls zeigt das so ein bisschen die Dimension, wie krass hier die Dinge sind und wie gut eine solche Normalisierung ist, wie gut es auch für die Märkte ist, dass jetzt wieder Bewertungen eine Rolle spielen, dass Können eine Rolle spielt, Erfahrung eine Rolle spielt und nicht irgendwie diese stumpfe 5 Milliarden Investment-Genies da draußen, die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es ist schwieriger, es wird jetzt schwieriger, aber jetzt kommt es eben darauf an, in welche Bereiche man investiert und welche man meidet. Insgesamt sehen wir Growth zu Value seit den US-Wahlen deutliche Outperformance von Growth zu Value. Von Value zu Growth, Value 14% gestiegen, Growth 3% gefallen. Und das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Heute kommt die US-Berichtssaison ins Laufen mit den US-Banken. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, glaube ich, auch noch dabei. Die Frage wird jetzt sein, wie wird diese Berichtssaison ausfallen? Kommt da nochmal Rückenwind für die Aktienmärkte oder ist das Gegenwind? Wie haben die ihren Kostendruck verkraftet? Kann man das an die Konsumenten weitergeben? Ja oder nein? Wir sehen jetzt, dass die Gewinnerwartungen schon deutlich wieder zurückgenommen wurden in diesem unteren Chart. Heute kommen ja, wie gesagt, diese drei Werte vor allem. JP Morgan, hier sehen wir schon, sind ja sehr gut gelaufen, die Finanzwerte. Citigroup sehr, sehr gut gelaufen. Gucken Sie oben mal die RSIs an, schon ziemlich überkauft. Selbst wenn die Zahlen jetzt gut reinkommen sollten und da geht es nochmal nach oben, dann wird es jetzt kurzfristig mal ein bisschen schwieriger. Wir sehen auch XLF, das Banken-ETF, jetzt oben an seiner, fast schon an seiner oberen Trendlinie eine Begrenzung in diesem Aufwärtstrend. Also perspektivisch mal einen Rücksetzer durchaus wahrscheinlich, durchaus möglich. Insgesamt dürften aber Finanzwerte, Versicherungen etc. weiter von dieser Situation profitieren, die sich an den Märkten jetzt mit dieser hawkischen Wende, mit diesem monetären Klimawandel abzeichnet. Heute auch wichtig, Einzelhandelsumsätze, die dürften fallen, minus 0,1% die Konsensprognose. Hier im mittleren Chart sehen wir mal die Einzelhandelsumsätze, die sind steil nach oben gegangen, während die Non-Farm Payrolls, also die neuen Stellen, auch nach oben gegangen sind nach dem tiefen Fall, aber lange nicht so wie eben der Konsum. Da ist also durch das Helikoptergeld viel Konsum der Zukunft schon in die Gegenwart vorverlegt worden. Und so erwartet etwa die Bank of America eine deutlich schwächere Zahl heute mit minus 1,3%. Und das, obwohl die Amerikaner so viel Geld auf der Bank haben wie never ever before. Aber gleichzeitig doch die Verbraucherstimmung sehr schlecht ist. Wir kommen heute um 16 Uhr University of Michigan Consumer Confidence, also das Verbrauchervertrauen. Wir sehen, das ist ziemlich runtergegangen. Warum? Weil eben die Preise schneller steigen als die Löhne. Die Menschen haben konkret Kaufkraftverluste. Und das dürfte auch dazu beitragen, dass heute vielleicht die Daten etwas schwächer ausfallen zum US-Konsum. Ansonsten noch zwei kurze Meldungen. Die Amerikaner oder die Bill im US-Senat ist nicht durchgekommen, wonach man Nord Stream 2 sanktionieren will. Also das ist vielleicht gar keine so schlechte Nachricht für Deutschland. Und China hat jetzt zum Beispiel in dem Fixing des Yuan den Yuan so schwach gemacht wie schon lange nicht mehr. Man signalisiert also, dass man jetzt eine Yuan-Abwertung haben will, nachdem der Yuan ja erstaunlicherweise ziemlich stark aufgewertet hatte. Noch ein Wort vielleicht zu diesen Geldströmen. Es wird jetzt auch am Immobilienmarkt ein bisschen schwieriger. Wir sehen in Deutschland, dass die Bauzinsen relativ deutlich steigen, die ja teilweise gekoppelt sind an die 10-jährige Bund.
Bundesanleihe. Jetzt kommt dazu, dass die BaFin ängstlicher, vorsichtiger wird, weil man sagt, da sind schon ziemliche Risiken in diesem Immobiliensystem. Also es kann sein, dass jetzt, oder es ist wahrscheinlich, dass jetzt die Kredite für Immobilien deutlich teurer werden, was die Bewertungen der Immobilien dann etwas unter Druck bringen dürfte. Die Zeiten, wo also jetzt die Hauspreise ungebremst weiter steigen, die dürften sich dem Ende nähern, auch wenn die EZB noch ganz, ganz weit hinter der Kurve ist und noch den Knall noch nicht so wirklich gehört hat, den monetären Klimawandelknall gewissermaßen, den Urknall, da ist man noch in seinem Hamsterrad der Liquidität, aber dennoch wird das ein Faktor sein, der wirklich wichtig ist. Wir haben ein neues Spiel, es sind veränderte Geldströme und das wird all das eben erfassen, was vorher massiv gestiegen ist und das sollte man besser jetzt zur Kenntnis nehmen, als zu spät zur Kenntnis nehmen. Es könnte heikel werden, so mein Kollege Stefan Jäger in seinem Ausblick für den DAX vor allem, der aber so ein bisschen das fundamentale Umfeld mit berücksichtigt, einen Ausblick auf das gibt, was heute wichtig ist. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.